Willkommen zurück zum zweiten Teil von Let's Play Classic Games Bridge Builder. Wir starten gleich ohne große Umschweife in den nächsten Level und sehen, es ist wieder eine Hängebrücke mit einem etwas größeren zu überbrückenden Hindernis. Der Schwierigkeitsgrad am Anfang ist noch relativ gering, aber ihr werdet relativ schnell merken, dass selbst erfahrene Brückenbauer relativ schnell ans Knobeln und Tüfteln kommen, wie sie die Brücke noch weiter optimieren können. Eine gelungene Abwechslung dabei ist, die Brücke sowohl so zu konstruieren, dass sie möglichst leicht ist, dass sie möglichst ästhetisch ist und trotzdem funktioniert oder möglichst stabil ihre Aufgabe erfüllt. So, das sieht nach einer einfachen, aber soliden Brücke aus. Und wir sehen, hier in der Mitte haben wir nichts, was die Durchbiegung verhindert. Heißt, wenn jetzt unser Zug kommt, wird die Brücke ziemlich sicher in der Mitte brechen. Genau. Außerdem sind diese senkrechten Streben stark belastet. Schön jetzt hier noch in der Belastungsansicht zu sehen. Die Durchbiegung der Brücke zu verhindern, bauen wir weitere Streben ein. Diese werden die Brücke zwar versteifen, aber auch das Gewicht diesen Pfeilern erhöhen, weshalb wir sie zugleich weiter entlasten wollen. Wie gesagt, ich liebe symmetrische Brücken, weshalb ich auch gleich die Verstärkung auf der anderen Seite fortsetzen möchte. So, let's test. Sieht schon deutlich besser aus. Unten auch. Wunderbar. Sieht nach einer Standbrücke aus, um die Verformung unten noch zu optimieren. Baue ich noch zwei weitere Stahlträger ein, beziehungsweise drei. Und nun habe ich eine sehr ästhetische. Trotzdem stabile Brücke. Nächster Level. Sind wir schon bei Level 6 von 15. Wie wir sehen, dürfen wir jetzt wieder eine Hängebrücke bauen, allerdings vermutlich mit zwei Ebenen, ausgehend von den Ankerpunkten. Ich wollte gerade diesen Pfeiler mit dem jetzt zeigt er an, wenn eine Strebe zu lang ist. Mit dem Seitenteil verbinden. Jetzt verfärben die sich nämlich rot, wenn eine Strebe zu lang wird. Schieben die Brückenpfeiler weiter. Das war gerade ein Unfall. So. Ein bisschen geht noch. Ne, geht nicht. Schade. Okay. Das Minimum, also darf ich das wieder löschen. Miteinander verbinden. Ich bitte es zu entschuldigen, je stärker ich konzentriert mit dem Bauen bin, desto weniger werde ich reden, beziehungsweise desto seltsamere Sachen werde ich erzählen.
das weiter nach oben. Verbinden das miteinander. Noch eine Querstrebe. Und ich bin gespannt, ob und wie es hält. Damals, als Bridge-Spieler rauskam, habe ich das Spiel geliebt. Aber in der Zwischenzeit habe ich schon sehr lange nicht mehr gespielt, so dass ich ihr entschuldigen müsst, wenn ich etwas aus der Übung bin. In den Nachfolgeteilen wie Pontifex ist es außerdem sehr schön, dass man teilweise dann im Zug selber mitfahren kann. Damit lassen sich dann ganz wilde Konstruktionen machen, wie Sollbruchstellen einbauen, dann, wenn der Zug kommt, schwenkt, dreht die Brücke nach oben und der Zug springt wie auf einer Schanze auf die andere Seite. So, wir verstreben unsere Brücke noch ein bisschen weiter. Und hoffen, dass sie jetzt hält. Sehen diese fortlaufenden Linien vom untersten Ankerpunkt sind am stärksten belastet. Und es kommt wieder zu einem Bruch. Ich bin jetzt mal neugierig und schaue, was passiert, wenn man die Mittelstreben wegnimmt. Okay, schlechte Idee. Aber die Konstruktion gefällt mir jetzt recht gut. Setzen wir das mal nach unten fort. Test nochmal. Jetzt hält es schon besser. Editieren nochmal. Bauen hier noch zwei Streben ein. Haben nun hoffentlich eine etwas stabilere Brücke, wobei ich auch schon wieder schwarz sehe. Beziehungsweise rot in dem Fall. Müssen wir die Ästhetik der Brücke doch leicht verändern. Was aber der Abbruch tut, dann schließlich Form follows Function und was bringt eine schöne Brücke, über die man nicht fahren kann. Wie ihr seht, wobei, was mir gerade noch gut gefallen hat, gefällt mir jetzt nicht mehr. Ich mache das wieder weg und versuche eine schöne gewölbte Brücke damit zu erschaffen. Denn wir wissen, die Kraftverteilung in einem Bogen ist deutlich besser als in einer geraden Strecke. Deswegen wölben wir es noch ein bisschen mehr. Da eine kleine Spitze draus. Mist, gerade verschoben. Und jetzt haben wir wieder das Längenproblem. Wir machen zwei Streben weg. Bauen halt vier Streben hin. Jetzt Test. Wird aber wieder nicht halten, jetzt sind wir zu schwer. Der Zug hat es aber fast geschafft, zumindest die Lokomotive. Also auf ein neues. Eine Querverstrebung. Eine Querverstrebung hier. Und nun ein Mittelteil hin. Hiermit verbinden. Hiermit verbinden.
Was ein bisschen schade ist, dass man Brücken nicht direkt spiegeln kann. Heißt, wenn ich was an einer Seite mache, muss oder möchte ich es dann auch immer noch auf der anderen Seite nochmal wiederholen. So. Sieht ähnlich aus. Wir testen nochmal. Die Anfangs- und Endbereiche sehen deutlich stabiler aus. Oben wird es zwar trotzdem wieder rot. Und diesmal schafft es die Lokomotive. Aber die Wagen verhindern, dass wir weiterfahren können. Pause wollte ich nicht drücken. Also noch ein letztes Mal editieren und jetzt verabschieden wir uns endgültig von der Ästhetik der Brücke und bauen sie einfach bombenfest. Sind wieder verschoben. Zuerst fand ich es ganz toll, das Sch Feature, dass man in der Version 1.2.5 die Träger verschieben kann. Inzwischen hasse ich sie aber doch ein bisschen. Jetzt, weil man muss immer die Punkte anklicken, um von diesem Punkt wieder bauen zu können. Und wenn man die Taste aus Versehen gedrückt hält, dann verschiebt man die Ausgangspunkte. Und das wird die passiert verdammt leicht, wie man gerade noch mal gesehen hat. Oder ich bin einfach zu dumm. So, jetzt sieht es doch schon sehr gut aus. Es hält, es hält, es hält, gerade so. Und wir haben den Level bestanden. Wie man aber schon sieht, ist der Schwierigkeitsgrad bereits deutlich größer. Okay. Level 7. Wir haben wieder einige Brückenpfeiler am Grunde des Bodens, von denen wir uns erstmal wieder hocharbeiten und haben ein sehr beachtliches Budget von 25.000. Das Gefühl, irgendwas ist hier nicht in Flucht. Und ihr wisst, ich bin Perfektionist. Heißt, es wird dran rumgebastelt, bis alle Streben fluchten. So. Gleiche Spiel jetzt noch hier. Wieder schräg aus. Okay, ich gebe meinen Perfektionismus auf. Wie sagt mein Chef immer, es bringt nichts, wenn man in Schönheit zugrunde geht. Und gemäß diesem Credo wollen wir diese Brücke jetzt auch vollenden.
wieder konzentrierter, dass ihr daran merkt, dass ich stiller werde. Ich reiße nochmal diese Enden ab, in der Hoffnung, dass ich dann direkt hier runterkomme. Wunderbar. Wieder verschoben. Ich zoome noch ein bisschen ran, um besser spielen zu können. Schiebe den Pfeiler etwas nach unten, um weniger Querstäben zu benötigen. Fehlt noch eins. So. Ja, und wir sehen schon wieder, ganz symmetrisch wird die Brücke nicht mehr. Aber solange sie hält, kann es auch egal sein. So, ich hoffe, ich langweile euch nicht zu Tode mit meinem konzentrierten Gebau. Aber so langsam nähern wir uns, naja, nicht dem Ende. Ein Pfosten haben wir bisher fertig. Aber dafür mache ich auch eine extra lange Folge, damit wir zumindest ein bisschen was zu sehen bekommen. Hier hin. Schon wieder aus Versehen verschoben. So, und wie ihr seht, je schwieriger es wird, desto mehr verabschiede ich mich von klar durchstrukturierten Geometrien. Sondern baue einfach freie Schnauze, so wie es gerade halbwegs passt. Hier noch, hier noch, hier noch. Halten wir, dass ein Verbindungsteil fehlt. Wieder zu kurz, schon wieder zu kurz. So, nun passt das. Und da wir ja genug Geld haben, setze ich noch eine Verbindungsstrebe in die Mitte, obwohl ich gar nicht weiß, ob ich die an der Stelle überhaupt benötige. Also ob es nicht auch ohne diese Zwischenteile an der Stelle gehalten hätte. Wir drücken auf Test und schauen uns mal an, was passiert. Wir sehen, dass das Gewicht des Pfeilers das ganze Ding zerreißt. Heißt, wir editieren die wirklich raus
um ein bisschen Gewicht zu sparen. Und versteifen dafür den Unterbau noch etwas. Das Spiel selbst ist sehr simpel gestaltet, allerdings durch die ganzen Einflüsse, wie das auch das Gewicht eine Rolle spielt, ist es doch sehr schnell sehr herausfordernd. Oh, der Zug fährt sogar schon. Also bis auf das Mittelteil sieht es doch schon relativ gut aus. Das Problem, was ich habe, wenn ich das Mittelteil verstrebe, wird das Gewicht höher sein und damit die Belastung auf diesen Träger. Außerdem nichts außerdem. Deswegen bauen wir eine parallele Strecke dazu. Und verstreben die fleißig miteinander. So. Hier in der Mitte fehlt eine Strebe wieder. So. Das mit der Belastung an. Sieht schon gut aus. Zug soll nicht rennen. Und verbinden wir das alles noch miteinander und schauen, dass der Zug möglichst bald drüber laufen kann. Was etwas schade ist, dass sich das Gewicht leider nicht verändert, unten in der Anzeige. Aber ob es wirklich was bringen würde, wenn es sich verändern würde, weiß ich auch nicht. So, fehlt noch ein Teil. Mist. Sieht gut aus. Schon wieder ein Stück. Zwischenteil ein. Und klicken auf Test. Jetzt lassen Sie Zug. Hier schon eine kritische Stelle zu sein. Die auch gerissen ist. Schade. Aber viel fehlt nicht. Wie wir gesehen haben, dadurch, dass es an der Stelle nachgegeben hat, ist die ganze Struktur der Brücke wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Also eine weitere Verstrebung. Und vielleicht reicht es schon. Gut aus, sieht gut aus, sieht schlecht aus. Okay, also noch ein paar weitere Verstrebungen. Mist.
So. Netztest. Knapp. Schade. Aber fast. Natürlich habe ich jetzt vergessen, wo es wieder gerissen ist. Ich vermute einfach mal hier. Das machen wir jetzt einfach ganz einfach wie vorhin auf der anderen Seite. Wir ziehen den parallelen Streifen hoch und nutzen den zur Verstärkung der bisherigen Brückenelemente. Nicht sonderlich schön, aber hoffentlich effizient. So, ich hoffe, die Brücke ist nun bombenfest. Und wir werden es sogleich testen. Und falls er hält, verabschiede ich mich euch mit dieser Folge. Wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns bald wieder. Tschüss.